Herzlich willkommen zum neuen Teil, mittlerweile Teil Nummer 9, Meistertrainer 2001-2002. Wir sind am 18.08.2001 und stehen in der Tabelle, ja, geht los, stehen in der Tabelle auf Rang 3, sorry, auf Rang 3, genau, so ist es. Haben ein Spiel weniger. Müssen noch ein Spiel nachholen. Bisher läuft es gut. Könnten damit eigentlich schon auf Rang 1 mit hochklettern. Stuttgart im Moment Tabellenführer. Hätte auch keiner gedacht. Unser nächstes Spiel findet in 7 Tagen statt. Gegen im Supercup gegen Liverpool. Jo. Liverpool. Schauen wir mal, wer da spielt. Ich glaube, Markus Babbel. Michael Owen vielleicht, keine Ahnung, wir werden sehen. Ich hatte es gerade in meinem anderen Teil schon gesagt, ich habe gerade den Football Manager auch aufgezeichnet. Und ja, ich wollte mich mal bedanken bei eurem Interesse oder für euer Interesse, dass ihr doch das Video von mir oder die Videos klickt. Ich werde den Kanal auch ein bisschen umstellen, jetzt wieder mehr Konzentration auf die Football Manager. Meistertrainer, Sportspiele einfach generell, der ganze andere Grütze, Dreck ist einfach nichts für mich, das habe ich gelernt. Ab und zu mal vielleicht ein Stream am Wochenende, Battlefield oder irgend sowas, das ist ganz okay noch, aber ja, man muss es nicht übertreiben. Gegen Liverpool im Supercup, können wir mal sehen, was wir da machen, wen wir da aufstellen, ob wir irgendwo Schwächen haben. Bisher läuft die Saison ja sehr gut. Können wir mal schauen bei den Torhütern. Ja, da ist natürlich ganz klar Oliver Kahn. Wobei der auch nur, in Anführungszeichen, eine 6,67 hat. Wenn man sich das ansieht, 18,25 Millionen ist der Wert. Da sieht man mal, was sich da zu heute verändert hat. Wo wir heute mit den Gehältern liegen, mit den Marktwerten. Ich finde es schon eine beängstigende Entwicklung, denn als Vater eines 8-jährigen Sohnes, wenn ich da mit der Family mal ins Stadion möchte, was ich bisher noch nicht war mit ihm, weil ich der Meinung bin, er ist noch zu klein, da ist man schon ganz schön viel Kohle los. Das ist natürlich schon irgendwo, ja, zu teuer alles. Klar, die brauchen das Geld irgendwo, ich finde es trotzdem nicht gut. Ich finde es auch nicht gut, dass die Münchner jetzt irgendwie 110 Millionen schon wieder an Transfergeldern ausgeben. Das ist eine gefährliche Entwicklung. Und ich möchte es nochmal sagen. Europapokal. Okay, ich möchte es nochmal sagen, dass ich der Meinung bin, es müsste ein Salary Cup her in Deutschland, so wie in den amerikanischen Sportarten, um einfach da auch Chancengleichheit zu haben. Unsere im Europapokal der Landesmeister müssen wir mit Barcelona, Kiew und Spartak Moskau, also zwei russische Mannschaften und Barcelona, antreten. Das ist heftig. Wobei wir waren 2001 ja Champions League-Sieger oder haben den Pokal der Landesmeister gewonnen. Alter, ist das lange her. Glaubt man gar nicht. Ist das lange her? Ja, wurde ein bisschen schlechten Tag. Im anderen Video habe ich es auch schon gesagt. Irgendwie. Ja. Läuft das Leben manchmal in eine Richtung, die man so irgendwie nicht erwartet hat. Aber dazu habe ich im anderen Video schon was gesagt. Ich möchte euch da jetzt nicht nerven. Konzentrieren wir uns auf den Stream. Schauen wir mal bei den Verteidigern. Kovac und Linke, unser Innenverteidiger, 7-17, 7-0, stark. Sagnol 7-0. Lizarazu, Linksverteidiger 6-60.
nichts. Mittelfeld. Warum ist der Jeremy eigentlich unzufrieden? Einen neuen Vertrag will er haben. Mal schauen. Ja. Er ist 27. Bieten wir mal einen neuen Vertrag an. Bis Juni 2006. Der Rettungswagen gerade hier draußen vorbei. Blaulicht mitten in der Nacht, also mit Martinshorn mitten in der Nacht. Muss man nicht verstehen. DFB-Pokal. MSV Duisburg gewinnt gegen Aue 2:1. Und Augsburg verliert gegen den HSV mit 1:2. Augsburg. Augsburg ja mein Verein beim Football Manager Safe. So, jetzt Liverpool gegen Bayern. Die Mannschaft steht, aber wir können noch einen Ersatzspieler aufstellen, einen zusätzlichen. Einen Stürmer vielleicht, habe ich noch gar nicht nachgesehen. Rocky Santa Cruz auf die Bank. Also, die Liverpooler mit Dudek im Tor. Jerzy Dudek. Neuzugang. Markus Babbel, ja. Seine zweite Saison in Liverpool. Von 94 bis 99 hat er in München gespielt. Ist auch 20 Jahre her, wo der da gespielt hat. Früher war alles besser. Riese. Stefan. Keine Chance. Wahrscheinlich, wie auch immer. Semi Hüppi, der war mein Leverkusen-Trainer. Biskan, Juf, Gerard, Heski, Milan Baroš. 19. Smica. Jamie Carragher, ich glaube, der spielt heute noch, oder? Nee, kann eigentlich nicht sein. Didi Hamann, der super Experte von Sky. Aber nur auf der Bank. Gut. Werden wir mal versuchen, den Supercup zu gewinnen. Geht hier mit dem Kugelschreiber rum. Da ist La Bursche. Liverpool mag ich eigentlich. Jetzt nicht, weil sie gegen Bayern gewonnen haben in der aktuellen Champions League. Aber es war immer so ein Verein, den ich in England sehr gut leiden konnte. Und auch Chelsea, sympathischer Verein. Wenn ich nichts anfangen kann, das ist Manchester City. Und auch Manchester United war jetzt nie so eine Begeisterung da. Oh, Heskey. Weit über das Tor. In Monaco findet dieses Spiel statt. Linke gegen Heskey, etwas hart zur Werke gegangen. Zehn Minuten rum bisher, ja, ich würde sagen etwas mehr von Liverpool. Schauen wir mal hier. Ja, wobei zweimal haben wir auch geschossen. So richtig läuft das nicht. Auch Lisa Razou jetzt mit dem Foul. Gerard mit der Flanke auf Milan Baroš. Aber da Oliver Kahn ist da. Cool. Nochmal Ecke. Jetzt ist doch Druckphase von Liverpool. Isla.
Wieder Liverpool. Jetzt auf 74% Ballbesitz in den letzten 5 Minuten. Dieser Rasu etwas hart zu Werke gegangen, aber wieder nicht. 20 Minuten. Ja, was können wir jetzt da tun? Müssen vielleicht mal ein bisschen defensiver antreten. Ballack. Elber dann aber weiter neben. Ein bisschen defensiver jetzt auftreten. Was mir jetzt auffällt, jetzt muss ich es wieder sagen, warum habe ich eigentlich Scholl nicht dabei? Ist er immer noch verletzt? Lieber nachschauen. Sollte ich den übersehen haben? Wurde der aus dem Spiel gestrichen? Ich hoffe mal nicht. Heskey wieder. Oh, Kahn lässt den Ball, aber Robert Kovac ist da. Wieder Kahn. Das läuft nicht, das läuft einfach nicht. Kovac spielt den Ball. Juf. Baros. Barosch im Abseits. Pizarro. C. Roberto auf Elber. Der zurück auf C. Roberto. Über das Tor. Das wäre jetzt auch unverdient gewesen. Also. Schwaches Spiel bisher von Lizarazu, Jeremis, Ballack und C. Roberto. Jetzt werden wir mal Tarnat bringen. Nein, so nicht. Und wen noch? Owen Hargreaves. Der ist ein Engländer. Nein. Mal sehen, was diese beiden schaffen. Tanne Tarnath. Auch Ballack schwach. So. C. Roberto mit dem Tackling. Ja, Michael Ballack, später ja auch in England gespielt. Bei Chelsea. Kahn faustet den Ball weg. Nochmal Kahn. Der für die Minute. Bitte 8. Jetzt der Wechsel bei Liverpool. Murphy kommt. Kein Didi Hamann. Vom Bubble eigentlich auch nichts zu sehen. Vielleicht liegt das daran, dass wir irgendwie kaum vorkommen. Pizarro, aber nichts gewesen. Es müsste ja eine Verlängerung geben, oder? Supercup, gehe ich mal davon aus. Jetzt ist Bubble da. Jan Risse. Oh, jetzt das 1-0 für Liverpool. 66. Minute.
warten wir noch 3 Minuten. Dann müssen wir was ändern. So, also, wir bringen jetzt Santa Cruz. Für Saniol. Jetzt Santa Cruz dann in der Spitze. Spielen hinten mit Dreierkette. Das ist jetzt ganz offensiv. Schauen wir mal, ob es geht. Oder ob wir gleich nochmal ein Tor kassieren. Linke zu Deisler. Bubble grätscht Hargraves den Ball vom Fuß. Linke mit Foul gegen Barosch. Oh, Murphy hat den Ball weg. Weißt du das für uns? Gelbe Karte jetzt. Erste, glaube ich, oder? Ja. Kahn mit dem Freistoß. Mhm. Wieder Ballverlust. 77. Minute mittlerweile. Wieder Kahn überragend. Ja, im Prinzip müsste es eigentlich schon 5-0 stehen für Liverpool. Wenn wir den Olli nicht hätten. Ist Liverpool wieder eine Nummer zu groß für den FC Bayern? Drei Minuten Nachspielzeit. Pizarro, Hargraves auf Ballack. Und der verliert den Ball. Wollte jetzt nochmal die Taktik ändern, aber irgendwie scheint der Ball das Spielfeld nicht zu verlassen. Pizarro jetzt. Elber. Ach, Bubble gewinnt gegen C. Roberto das Duell. Murphy überläuft Pfostenschuss die halbe Münchner Mannschaft. Gerrard hat sich verletzt, Spielerwechsel bei Liverpool. Jetzt kommt da Didi Hamann. Ich wollte eigentlich vorher mit 4 Mann spielen. Aber bringt mir das noch was? Nein. Nix war's. 0-1 verloren. Schade. Die Spielerbewertungen. Ja, Kahn war gut. 8. Kovac 8. Linke 8. Tarnat 8. Der Rest war nix. Die Lage ist super. Ich möchte jetzt mal kurz schauen. Wo ist der Mehmet? Ja, da unten ist er. Ah, den habe ich überhaupt nicht mehr bedacht, weil er verletzt war in der Vorbereitung. Blöd, blöd, heimblöd. Gut, 4 Tage gegen Halle.
DFB-Pokal. Da müssen wir Wiedergutmachung zeigen und sollten auf jeden Fall ein bisschen was in der Mannschaft rotieren lassen. Ich bedanke mich für euer Interesse. Beende damit jetzt Teil Nummer 9 und der nächste kommt bald. Bleibt eurer Linie treu, bleibt gesund, alles Gute.